Okay, let's go. Ach, du bist das nur. Katze, warum bist du weggerannt? Die ist immer noch zugeschlossen, ne? Ich krieg einen Anfall. Mich beschleicht ein seltsames Gefühl der Unsicherheit. Ich weiß auch nicht, ob das nur Einbildung. Tama, bist du da? Den ganzen Müll wird mir das ja nicht mehr wundern, alles. Hier ist jemand reingekommen. Irgendwas klemmt. Hab dich gefunden. What the fuck? Was machst du? Hallo? Hilfe? Hä? Hä? Sakiko? Hallo? Hallo? Hä? Wo bin ich? Scheint so, als wäre ich nicht gefesselt. Vielleicht finde ich einen Weg hier raus. Springen können wir nicht. Schlecht. Sakiko, Schwesterherz. Sie kann mich nicht hören. Ich muss zu ihr in den Raum. Ist der Mann wieder da? Oh Gott. Noch nicht rennen, ne? Ach du Heilige. Kikyo, lass uns von hier verschwinden. Was ist los? Keine Sorge, ich habe ihn gebeten, mich zu entführen. Die Entführung ist auch auf meine Bitte hin geschehen. Mama kann uns nicht weiter ignorieren, wenn sowas passiert, richtig? Jetzt wird sie sich endlich Sorgen um mich machen. Sakiko, was ist nur mit dir? Ich sollte erstmal verschwinden, bevor der Typ mich findet. Heute habe ich ihn wieder geschlagen. Wie lange werde ich ihn noch einsperren lassen? Saoru ist so groß geworden. Also, lieber Junge, ich bin eine schreckliche Mutter. Vergib mir, Saoru. Aber ich habe mein Gefühl nicht unter Kontrolle. Du siehst ihn immer ähnlich. Ich bin mir sicher, eines Tages wirst du es verstehen. Was? Ich weiß halt nicht, zu welcher Tür ich soll. Ich bin hier weg, D. Sorry, Schwester, aber ciao, Kakao.
Wo willst du hin? Deine Schwester macht sich noch Sorgen. Ja! Entspann dich einfach. Aber hört auf alles, was ich sage. Halt dich einfach ganz normal, solange bis Mama mir Aufmerksamkeit schenkt. Okay. Gut. Ich glaub nicht. Nein. Und der Typ ist auch ein Freak. Sakiko verhält sich echt seltsam. Was soll ich tun? Ich kann mich nicht auf Sakiko verlassen. Ich muss Hilfe holen. Gehen. Bist du sicher? Gehen. Keiner von beiden darf mich sehen. Das wird super. Schlechtestes Timing überhaupt. Erneut versuchen. Ja. Gehen. Wir wollen immer noch gehen. Der hat eh irgendwen umgebracht. Hier ist alles dreckig. Hier sind Blutspuren. Sind die alle irgendwie... Oh Gott. Ach, dieser Scheißhaus, Alter. So, wir schaffen das. Ja, was soll ich tun? Bei mir auch immer. Gehen. Ja. So, wir müssen nach unten. Das schaffen wir. So, hier ist der Raum. Was ist hier? Geil. Tod. Tod und Verderben. Stehe. Da hier alle wahnsinnig sind. Ja. Könnt das Radio später anmachen. Das ist aber so eine Ding für sich gerade. So, wir nehmen die Fernbedienung. Eine Batterie.
Ich krieg hier echt noch ein Traumata. Nein, wir hören nicht auf unsere Schwester. Unsere Schwester hat auch gerade einen an der Mommel. Noch ein bisschen Schrank zum Verstecken. Achso, die kann man aufmachen. Herrlich. Oh Gott, ey, ich bin so irritiert vom Leben. Komme ich denn da weiter? Ist hier irgendwo eine Batterie? Nein, hier ist keine Batterie. Wo ist die Batterie? Ach. Oh Gott, Alter. Na, wir versuchen es erneut. Also ich gebe nicht auf. Ja, wir werden jetzt hier trotzdem rausgehen, ja. Ja, wir wollen hier weg. Weil weiß nur, dass da unten keine Batterie ist. Also dass hier oben keine Batterie ist. Boah, war das knapp gerade. Ich frage mich auch, warum unsere Schwester einfach mal ignoriert. Fakt ignoriert. Sollen die sein? Auch eine Batterie. Ach, kann ich die Batterie auch aus dem Dings nehmen? Woher kriege ich eine Batterie? Tür geht doch auf. Darf ein Dachboden klettern, ja. Komm, wir gehen da rauf. Kann ja nicht schlimmer werden, oder? Go to the attic. Ihr bitte wieder weg. Wollt ihr nicht hin? Ja. Bitte. Bitte lass mich da einfach nur noch raus. Geil. Die ist da oben.
Jetzt ist der Moment. Ciao, Kakao, ich will hier nicht mehr sein. Adieu. Tschüss! Mit Ö. Unsere Schwester ist einfach geisteskrank. Genauso wie der Typ. Alle. Alle verrückt. Wenn jetzt hier noch der scheiß Clown kommt, dann heule ich. Ehrlich. Flucht. Help. Send help. Oh Gott. Fahr, 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 fahr. Ich drück doch schon Shift. Oh Gott, ey, es wird immer heller. Halt doch schon. Fahr, Junge, fahr! Couched, das kann nicht sein. Kitschis Haus. Achso. Die Eltern meines Freundes riefen direkt die Polizei an. Meine Schwester hatte versucht, alles zu erklären, doch die Polizei tat es als kindliche Fantasie ab. Der Mann wurde wegen Entführung verhaftet und schließend hat die Polizei unsere Mutter kontaktiert. Okay. Warte, ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Nur keine Sorgen. Beiden stehen sicher noch unter Schock. Bitte kümmern Sie sich gut um sie. Ich bin nur froh, dass niemand verletzt wurde. Kommt ihr soll, wir gehen nach Hause. Ach was, bis jetzt kommt's wieder angeschissen, oder was? Come on. Sakiko, du siehst irgendwie glücklich aus. Das hast du wohl recht. Liegt daran, dass Mama tatsächlich gekommen ist. Okay. So ein Mist. So geht ihr mir ständig auf die Nerven. Die Polizei musste mich vorher noch nie kontaktieren. Verdammt, das war echt peinlich. So ein Schwachsinn habe ich echt keine Zeit. Warum muss ich sowas für jemanden über mich ergehen lassen, der mir so scheißegal ist? Macht mir nie wieder so einen Ärger. War schon immer schlimm. Warum? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. We try. Ja, werden wir auch. In der nächsten Folge. Nach der Flucht. Werden wir es nochmal versuchen, ob da was anderes rumkommt. So, Fahrrad fahren, let's go. Jetzt wird's wieder witzig. Oh Gott. Wir schaffen das.
Die Straße links. Oh oh. Run, boy, run. Run, 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 run. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Aufmerksam hörte Kohimes Mutter dabei zu, wie ich erzählte, was geschehen war. Freundlicherweise willigte sie ein, meine Schwester und mir Schutz zu bieten. Wir gingen sogar zum Haus des Mannes, um meine Schwester abzuholen. Auf dem, was Sakiko zu sagen hatte, hörte sie zu, nachdem wir in Sicherheit waren. Haben wir nie wieder ein Wort über diesen Mann verloren. Das war das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben. Wenig später sind wir in ein Kinderheim untergekommen. Okay. Kinderheim ist schon mal besser als eine scheiß Mutter. Wir kommen zurück. Wie war die Schule? War eine Menge geschehen. Aber hier lässt es sich echt gut leben, findest du nicht? Du hast doch Angst vor Mama, nicht wahr? Ja. Hallo, ich bin die Mutter dieser Kinder. Ich werde mich um sie kümmern. Renia, wir gehen. Ach, super. Ihr seid in ein Kinderheim gelandet. Wo seid ihr vorher gewesen? Hey, Sakiko, antworte mir. Oh, also. Wir waren bei so einem Mann. Ich habe ihn darum gebeten, um uns zu entführen. Was, ein Entführer? Wovon redest du sowas? Wer zum Teufel ist dieser Mann? Mama nicht. Halt die Klappe, Sakiko. Sei einfach still. Ach, haben wir eigentlich kein Good Ending? Hätte echt Nerven, einfach so meine Kinder zu entführen. Was glaubt er, wer er ist? Mischt sich in Familienangelegenheiten anderer ein, unfassbar. Ihr könnt gut auf euch selbst aufpassen. Ihr solltet euch um seinen eigenen Scheiß kümmern. Damit kommt er nicht davon. Den stelle ich zur Rede. Ja, bitte. Mach das mal. Wird bestimmt witzig. Hey, sind Sie also der Entführer? Sehen Sie mich an, wenn ich mit Ihnen rede. Oh Gott. Können Sie es wagen, meine Kinder zu entführen? So geht man doch nicht mit fremden Kindern um. Sie haben ein Recht, sowas zu tun. Das sind meine Kinder. Ich als Ihre Mutter bin die Einzige, die mit Ihnen machen kann, was sie will. Kinder müssen nichts anderes tun, als auf ihre Eltern zu hören. Das ist, was glücklich für ein Kind bedeutet. So was können sie nicht verstehen. Hey, hören Sie mir überhaupt zu? Hey! Verdient. Ein Problem weniger. Ja. Gott, die Musik. Mein Pops. Okay. Okay. Wenn ihr smile. Bye. Zum Überspringen Leertaste gedrückt halten.
Leichensachen wurden gefunden. Ja. Ehrlich. Hat der Typ eigentlich auch nicht verdient, weil im Endeffekt hat er sich ja auch nur gegen seine komische, obsessive Mutter gewehrt. Und ja. Oh kurz. Uns fehlen, glaube ich, noch ein paar Errungenschaften, wenn ich das richtig sehe. Ja, mal gucken. Also so gesehen müsste ich alle Ballons explodieren lassen, alle Karten sammeln und noch zwei Endings haben wir vor uns. Also machen wir kurz die zwei Endings noch. Fortfahren. Entführung, Entscheidung. Sakiko verhält sich echt seltsam. Was ist, soll ich tun? Bleib einfach mal liegen, ne? Auf eine Schwester hören, ja. Bist du dir sicher? Ja. Sind mittlerweile schon 2 Wochen vergangen. Wir leben immer noch im Haus des Entführers. Völlig nicht in den Schwierigkeiten geraten will, gehe ich auch nicht mehr zur Schule. Ich bin mir nicht sicher, ob Sakikos Plan funktioniert, aber ich vertraue darauf, dass sie weiß, was sie tut. Okay. Renia, ich mache gerade Curry. Hilfst du mir? Oh, Polizei. Es kocht noch. Ah, geil. Schön, dass die Cops kommen. Ich bin Meister am Schneiden, wie man sieht. Einschnitt, alles weg. Herrlich. Danke, gute Arbeit. Da ist jemand an der Tür. Renia, gehst du hin? Klar. Bin ja schon auf dem Weg. Hallo. Hier ist die Polizei. Ja. Nice. Ich habe der Polizei die Situation erklärt, aber weil ich ein Kind bin, haben sie es mir nicht ernst genommen. Der Mann wurde wegen Entführung verhaftet. Daraufhin hat man unsere Mutter kontaktiert. Okay. Jetzt geht die gleich wieder ab, ey, wie Schmidts Katze bestimmt. Nur keine Sorge. Und aus einer Verletzung kommt ihr zwei, wir gehen nach Hause. Du bist die schlimmste Mutter des Jahres. Wollte ich nur mal so erwähnen. Die schlimmste. Wortwörtlich. Und ich hasse sie. Aber wir müssen gleich noch mal alles versuchen oder ihr alles geben. Die ist gekommen und um es dann wieder nur zu verarschen. Leider. Gott, es wird so schnell dunkel draußen, ey. Ich muss gleich mal ein Licht hier anmachen. Ich glaube, meine Kamera fest, deswegen auch nicht alles so super von mir. Weil es hier fucking stockduster ist. Ja, du bist eher das Problem. Du hast uns doch verlassen. Oder wie ich auch aussehe, einfach als Kind. Richtig weird. Warum? We try. Ja. Hatte ich vor. Zu retryen vor der Flucht. Nach der Flucht? Nach der Flucht ist ein bisschen leichter, glaube ich. Wir müssen nur Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren.
La 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 la. Immer weiter, Junge, das schaffen wir. Let's go, auch in die Pedale, Jüngchen. Ach, dass ich immer diese Szene nachspielen muss. Straße längs. Das war unfair. Wir rennen diesmal weiter. Dreh mich nicht um. Kannst du knicken. Ja, weil ich nicht mit dir mit will, verdammt nochmal. Was ist daran so falsch zu verstehen, Junge? Lass mich doch allein. Ich bin ein armes Schwein. Hause geschafft. Ich will mich aber verstecken. Und wir wurden geschnappt. Okay, ja, das sind alle Endings tatsächlich, die es dazu gibt. Das andere ist halt, wie gesagt, dass ich entweder alle Karten noch sammle oder... Kann ja kurz gucken. Aber das andere, Pop All the Balloons. Das werde ich, glaube ich, vielleicht noch einen privaten Schuss suchen. Collect all Patreon Cards. Das sind die Bilder. Okay. Damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Chillers Art Spiel. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ah.